Alle 4 Jahre ist das Arbeitsreichswochenende, wenn Gemeindewahlen anstehen. Diesmal kommt noch erschwerend dazu, dass wir 5 eidgenössische Vorlagen, 2 kantonale und eine Bezirksrichterwahl haben, nebst den Gemeinderats- und Einwohnerratswahlen und zusätzlich auch noch Bürgerratswahlen. Es sind ein Haufen Leute seit gestern hier im Einsatz, um die Wahlen zu ermitteln. Wir haben gestern mit 42 Personen aus dem Wahlbüro im ersten Schritt alle Abstimmungskuverts geöffnet und den Inhalt entnommen und auf Gültigkeit kontrolliert. Leider hat es auch diesmal wieder 41 Abstimmungskuverts gehabt, die ungültig waren, weil die Unterschrift auf dem Stimmrechtsausweis gefehlt hat. Das ist sehr bedauerlich, weil die Leute haben sich die Mühe gemacht zu wählen und haben alles ausgefüllt, sie angesessen und am Schluss ist es ungültig. Das tut uns im Wahlbüro immer weh, wenn wir das sehen. Wir sind gestern Abend gut fürsch gekommen und konnten soweit alles auspacken und parat machen, dass wir heute Morgen um 8 Uhr starten konnten mit wieder 42 von diesen 45 Wahlbüroleuten. Eine Gruppe tut die unten die eidgenössischen und kantonalen ermitteln, eine andere Gruppe tut die Gemeinderatsauswerten und eine dritte Gruppe tut den Einwohnerrat auswerten. Später werden wir uns dann noch im Bürgerrat annehmen. Das Aufwendigste bei der ganzen Geschichte ist die Bereinigung der Wahllisten. Man muss sie mit Nummern versehen, wenn die fehlt. Man muss sie kontrollieren, ob nicht auf der Einwohnerratsliste nicht mehr wie 40 Leute drauf sind, sonst muss man von unten streichen. Man muss kontrollieren, ob nicht die Leute nicht mehr wie 2-mal drauf sind und nur offizielle Kandidaten oder Kandidatinnen. Vor allem die freie Liste, da ist die grosse Herausforderung, wenn sie die dann bereinigen. Weil dort ist dann von allen, oftmals von allen Parteien Leute drauf und man muss sehr gut schauen und durchzählen. Wenn das gemacht ist, werden die Listen nachher mit dem elektronischen Erfassungsprogramm mit Namen Sesam erfasst. Also Majorz, der Gemeinderat und später auch der Bürgerrat, der im Majorz gewählt wird und Proporz, der Einwohnerrat. In Zweiergruppen erfassen die Leute das am PC erfassen. Sie lesen die Nummern einlesen. Also es wird diktiert, die Nummern diktiert und jemand tut das eintöckeln am PC und nachher wird zur Kontrolle noch gegengelesen. Als Hauptwahlbüropräsidentin bin ich natürlich interessiert, gute Leute im Wahlbüro zu haben. Die Parteien haben aufgrund ihrer Parteistärke eine Anzahl Leute im Wahlbüro zu gut. Man muss sich also über die Parteien melden, wenn man im Wahlbüro arbeiten will. Wir brauchen Leute, die am PC arbeiten können, einen numerischen Block bedienen, also Zahlen eintöckeln, möglichst schnell natürlich, wenn möglich blind, das ist super, und die sich gut konzentrieren können, wenn man die Liste bereinigen. Zudem müssen sie bereit sein, 4 bis 5 Mal im Jahr Samstag, Sonntag in Einsatz zu kommen.